Willkommen bei Photoshop Arts. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man sehr gut aussehende, fluffige, realistische Wolken hinbekommt. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, dass man auf Filter geht, Renderfilter und dann Wolken, und dann bekommt man sowas. Ist qualitativ nicht wirklich gerade realistisch und gut aussehend. Deswegen machen wir uns heute unsere eigenen Wolken. So, von Anfang an, wir machen uns eine neue Ebene, gehen dann auf unser Pinselwerkzeug und dann stellen wir ein 500 Pixel und die Härte auf 0%. Dann gehen wir oben in unsere Leiste auf Fenster und Pinsel. Dann öffnet sich unser Pinselfenster. So. Dann gehen wir hier im Pinselfenster auf Pinselform, falls es noch nicht geöffnet worden ist, und dann auf Formeigenschaften. Dann Größenjitter, das stellen wir auf 100%. Dann hier bei Steuerung machen wir Verblassen, dann machen wir da 20 und Mindestdurchmesser machen wir auch 20. So, den Rest lassen wir so, wie es ist. Dann bei Streuung. Beide Achsen angekreuzt. Streuung allgemein 120%. Steuerung aus. Anzahl 10. Anzahl Jitter 100%. Und Steuerung auch aus. So, bei Struktur wählen wir hier in dem kleinen Fenster die Textur Wolken aus. So. Dann gehen wir auf andere Einstellungen und können noch an der Deckkraft und am Fluss von unseren Wolken rumspielen. Ich mache es jetzt einfach mal auf 35-60 und nun zeige ich euch das Ergebnis. Am besten ihr macht das so, Vordergrundfarbe weiß und Hintergrundfarbe ein, ja, leichtes Blau. So, und jetzt braucht ihr einfach nur klicken. Okay, man sieht es gerade nicht. Okay, ihr klickt und man sieht Wolken. Egal, was man klickt, man bekommt immer andere Wolken. Das liegt daran, weil wir uns sozusagen gerade einen eigenen Brush gemacht haben. So, das sind relativ gut aussehende und realistische Wolken. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Tutorial weitergebracht, und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder wollt, dass wir ein Tutorial für euch machen, schreibt uns eine Mail an photoshoparts@gmx.de oder halt eine persönliche Nachricht bei YouTube. Das war das Tutorial. Auf Wiedersehen.